Danke, das freut mich. Ach, naja, irgendwie eigentlich haben wir beschlossen, wir haben uns heute Morgen, haben wir alle zusammen gefrühstückt und haben gesagt, wir werden es jetzt nur genießen. Weil es hat ja gar keinen Sinn, über etwas aufgeregt zu sein, was man überhaupt nicht kontrollieren kann. Also nicht, ich meine, jetzt können wir es sogar doppelt nicht kontrollieren. Vorher kann man es ja auch nicht kontrollieren und die Mitglieder der Jury rütteln, bis sie es... Wir waren vor 12 Jahren schon mal hier und dann, da war ich sehr, sehr aufgeregt. Und heute ist es sehr viel entspannter, wenn man ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Und es ist großartig, hier zu sein, das mit einer größeren Entspannung hier entgegenzunehmen. Das ist toll. Ja, ich meine, eine Ehre für Deutschland. Für uns, für alle, natürlich. Nein, ich meine, letztlich bedeutet es hauptsächlich eine Anerkennung, einfach eine Anerkennung sozusagen der Leistung dieser fantastischen Künstler, mit denen ich den Film hier zusammen gemacht habe. Ich glaube, so eine Oscar-Nominierung bedeutet immer für das Publikum mehr als für die Künstler, weil ich glaube, nach außen wertet das so ein Film auf, aber für uns ist ja der Film der Film und wir lieben den Film und wir haben da unser ganzes Herzblut reingesteckt. Das macht natürlich mit Oscar oder ohne Nominierung eigentlich nicht zu einem anderen Film für uns. Aber es ist toll, eine Nominierung. Das ist aber immer natürlich, dann sagst du so, oh, da kommen die Oscar-Nominierten, ne? Oder Gewonnenen, bei euch muss man ja sagen. Ja, irgendwie ist es ja ein bisschen verrückt, überhaupt das so als so eine Art 100-Meter-Lauf zu betrachten. Wir sind ja jetzt nicht, da vorne steht eine große Delegation von berühmten Olympiasportlern. Das ist eben doch was ganz anderes. Es ist nicht so, dass man jetzt objektiv sagen kann, dieser Film ist schneller gerannt als der andere. Ich kenne es selber, ich wähle ja selber zum Beispiel für den Oscar mit. Und ich kann wirklich sagen, mir ist es schon mehrmals geschehen, dass ich ein paar Jahre nachdem ich eine Wahl abgegeben habe, mich dann frage, warum habe ich nochmal für den Film gewählt? Also das ist, es hat natürlich auch viel einfach mit dem Geist des Momentes zu tun und was. Aber es ist schon toll, hier zu sein. Also wir sind einfach sehr, sehr glücklich. Ja, aber erstmal überhaupt so nominiert zu werden, ist fantastisch. Und wenn wir das für die Oscars schaffen, wäre das eine ganz, ganz große Sache und super.